Kryphok ist ein Pokémon mit den Typen Geist und Unlicht und existiert seit der 4. Spielgeneration. Kryphok an sich hat keinen physischen Körper, projiziert sein Äußeres aber aus dem Spirit-Kern heraus. Das projizierte Erscheinungsbild besteht aus einem lila Rauchwirbel, auf welchem sich Kryphoks Gesicht befindet. Dieser Rauchwirbel wird von einem Ring aus grünen Kugeln eingerahmt. Sein Gesicht wirkt verzerrt und in dem einen Auge sieht man eine schwarze Spirale, als ob es verwirrt wäre. Sein Mund ist mit den Augen in der Mitte verbunden und in einem Zickzackmuster gestaltet und in der Shiny-Form ist der Rauchwirbel blau und das Gesicht mitsamt den Kugeln lila, wobei das Gesicht deutlich dunkler ist. Der Spiritkern wird ein wenig heller. Dabei benutzt es hauptsächlich Attacken vom Typ Geist oder Unlicht, wie beispielsweise Tiefschlag, Spukball oder Finsteraura, kann aber auch mit Hypnose beispielsweise eine Psycho-Attacke einsetzen. Kryphok besitzt zudem die Fähigkeit Erzwinge, welche den Gegner dazu verleitet, beim Angriff mehr Angriffspunkte zu verlieren. Die versteckte Fähigkeit ist Schwebe durch, welche es Kryphok ermöglicht, problemlos Schilde und Delegatoren des Gegners zu überwinden. Ein Kryphok wird durch den Zusammenschluss von 108 bösen Geistern erschaffen, die Missetaten begangen haben. Es kann vorkommen, dass einige Kryphok bis zu 500 Jahre alt werden. Kryphok halten sich dabei für gewöhnlich in der Nähe von Gräbern auf und es hat keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seiner Typenkombination nimmt es keinen Schaden gegen Normal-, Kampf- und Psychoattacken, halben Schaden gegen Giftattacken, doppelten Schaden gegen Fee-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.